Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Reker. Ich bin Sprecher des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Die Beamtinnen und Beamten unter den Privatversicherten werden in diesen Tagen eine schriftliche Mitteilung bekommen, dass die Beiträge in ihrer privaten Pflegepflichtversicherung zum 1. Juli diesen Jahres angehoben werden müssen. Ich möchte Ihnen kurz erklären die Zusammenhänge und Hintergründe dieser aktuellen Beitragsanpassung. Zum 1. Juli 2021 werden die Beiträge in der privaten Pflegepflichtversicherung für Beamtinnen und Beamte angehoben. Die Erhöhungen betragen in der Pflegeversicherung für Beihilfeberechtigte etwa zwischen 10 und 15 Euro pro Monat. Der garantierte Höchstbeitrag liegt künftig ab 1. Juli bei 59,02 € pro Monat. Doch selbst nach diesen Erhöhungen sind Beamtinnen und Beamte in der privaten Pflegeversicherung nach wie vor vergleichsweise günstig versichert. Das zeigen auch die konkreten Beispiele auf der eingeblendeten Grafik. Auch nach dieser Beitragserhöhung zahlt zum Beispiel ein Versicherter mit Durchschnittseinkommen von 3.400 € brutto im Monat in der privaten Pflegepflichtversicherung 21 € weniger als in der gesetzlichen Versicherung. Für die Beitragsanhebung gibt es im Wesentlichen drei Gründe: die starke Ausweitung der Leistungen, die steigende Zahl der Leistungsbezieher und die höheren Vorsorgeaufwendungen. Der Hauptgrund für die steigenden Beiträge ist die starke Ausweitung der Leistungen durch mehrere gesetzliche Pflegereformen der letzten Jahre. Das betrifft übrigens die gesetzlich Pflegeversicherten ebenso wie die Privatversicherten. Durch die Pflegereform in den letzten Jahren wurden unter anderem die monatlichen Zahlungen im Pflegefall erhöht, das Personal in den Pflegeeinrichtungen verstärkt, die Zuschüsse zum pflegegerechten Umbau der Wohnung angehoben. Auch die Angebote zur Unterstützung von Pflegebedürftigen im Alltag wurden verbessert, die Pflegeberatung wurde ausgeweitet und noch vieles mehr. Hinzu kommen die gesetzlichen Vorgaben für eine bessere Personalausstattung in den Pflegeeinrichtungen. Auch diese Kosten sind bereits in die neuen Beiträge einkalkuliert. Das alles sind wichtige sozialpolitische Verbesserungen. Allerdings führt diese bessere Versorgung natürlich auch zu höheren Kosten und damit zu steigenden Beiträgen für alle Pflegeversicherten. Für die gesetzlich Versicherten wurden die Beiträge mit den Pflegereformen bereits in mehreren Stufen vorab erhöht. Sie steigen zudem automatisch mit jeder Lohnerhöhung und jedes Jahr auch mit der Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Im Unterschied dazu werden die Beiträge in der privaten Pflegeversicherung grundsätzlich erst im Nachhinein angepasst, nämlich dann, wenn die Leistungsausgaben nachweislich gestiegen sind und dabei einen gesetzlich vorgegebenen Schwellenwert überschritten haben. Das ist jetzt passiert. Der zweite Grund der Beitragserhöhung ergibt sich ebenfalls aus den gesetzlichen Pflegereformen. Es gibt im Pflegefall nicht nur mehr Leistungen in jedem Einzelfall, sondern auch der Kreis der Leistungsberechtigten wurde deutlich erweitert, vor allem um eine bessere Versorgung von Personen mit Demenz zu erreichen. Im Ergebnis ist die Zahl der Leistungsempfänger in der privaten Pflegepflichtversicherung von rund 169.000 Menschen vor der Reform auf fast 275.000 nach der Reform gestiegen. Das sind über 60% mehr Pflegefälle, die erstattet werden. Die Leistungsausgaben stiegen im selben Zeitraum sogar um fast 90% von rund 790 Millionen Euro auf fast 1,5 Milliarden Euro im letzten Jahr. Die Mehrleistungen infolge der Reformen sind somit viel teurer als vom Gesetzgeber anfänglich geplant. Die Bundesregierung hat das selbst eingeräumt, dass die Leistungsverbesserungen in größerem Umfang von den Pflegebedürftigen angenommen wurden, als im Vorfeld geschätzt war. Und zudem sei auch die Zahl der Pflegebedürftigen stärker gestiegen als ursprünglich erwartet. Daraus hat sich ein höherer Finanzierungsbedarf ergeben als ursprünglich erwartet, sagt auch die Bundesregierung. Und wir erleben es eben jetzt in der aktuellen Beitragsanpassung genauso. Weitere wichtige Gründe sind die höheren Vorsorgeaufwendungen und die europäische Niedrigzinspolitik. Um die im höheren Alter stark steigenden Pflegekosten abzusichern, bildet die private Pflegeversicherung eine kapitalgedeckte Vorsorge mit Zins und Zinseszins. Steigen die Pflegekosten, muss bei jeder Beitragsanpassung auch diese Vorsorge entsprechend angepasst werden, damit die lebenslange Leistungsgarantie auch auf dem gestiegenen Kostenniveau abgesichert ist.
Das ist bei den gesetzlich Versicherten anders. Dort werden keine Rücklagen für den demografischen Wandel gebildet. Die private Pflegeversicherung ist hier also eindeutig das nachhaltigere System. Doch Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Derzeit kommt noch eine historische Sondersituation hinzu. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank wurde stetig reduziert und seit 2015 sogar auf Null gesenkt. Dadurch sinkt zwangsläufig auch die Verzinsung der Kapitalanlagen der privaten Pflegeversicherung. Auch 2021 muss daher der sogenannte Rechnungszins in der Pflegeversicherung weiter abgesenkt werden auf zukünftig 2,0%. Diese Verzinsung kann sich immer noch sehen lassen. Auf Ihren Tagesgeldkonten haben Sie zum Teil heute Minuszinsen oder maximal 0,1, 0,2% plus. Da sind die 2,0% immer noch ordentlich, aber es ist eben deutlich weniger als in früheren Jahren. Und was die Zinsen derzeit nicht mehr hergeben, muss durch eine Erhöhung der Vorsorge ausgeglichen werden. Konkret also durch zusätzliche Beiträge. So ist es auch gesetzlich vorgeschrieben, um die Pflegeleistungen eben auch für die Zukunft solide abzusichern. Immerhin ist der abgesenkte Rechnungszins jetzt mit dem neuen Beitrag bis ans Lebensende einkalkuliert. Sollte dieser niedrige Zins also konstant bleiben, ist dafür kein weiterer Beitragsanstieg in der Zukunft erforderlich. Und wenn die Zinsen irgendwann wieder steigen, werden alle Privatversicherten von den wachsenden Erträgen auch spürbar profitieren. Dieser Anspruch ist gesetzlich garantiert.